Wie sehr lehnt ihr Deutschland ab heute? Ja, so wie man jede Nation eigentlich ablehnt. Also total. Ich meine, was ist heutzutage eine Nation? Ja, da gibt es ja viele verschiedene und auch komische Interpretationsmöglichkeiten. Was ist Nation? Also ich wohne ja in Spanien, aber ich verfolge auch Deutschland, und das ist vor allem in Deutschland ja auch eine richtige Diskussion. Was ist Nation, oder was ist die deutsche Nation? Was sind überhaupt Nationen? Ja? Was ist los, Jungs und Mädchen? Weil es ist schon dieser, sag ich mal, der, wie soll ich mich ausdrücken, der Familiengedanke, der trägt nicht mehr für nichts. Und der Nationalgedanke entspringt ja eigentlich dem Familiengedanken, dass man sagt, wir sind eine Familie irgendwie. Ja, die Deutschen, das sind Brüder und Schwestern, das sind meine Brüder, das ist meine Familie. Aber was ist mit den, sind die Europäer auch Familie, oder ist ein Inder, gehört er auch zur Familie? Und solange man immer das versucht, das zu übertragen, wird sich auch nichts tun, weil der Familiengedanke hat halt ausgedient. Genau. Wie siehst du das, Robert? Weil ich weiß, du bist irgendwann, du bist buddhistisch geworden, auch schon eine ganze Weile her. Ist diese Ablehnungshaltung, die wir gerade gesehen haben, ist das was, wo du dich selber noch mit identifizieren kannst? Ich kann mich eigentlich damit nicht mehr so richtig identifizieren, weil ich habe mich eigentlich von diesen ganzen Gedanken auch, also komplett entfernt. Also ich sehe es so, dass das Ganze auch individuell ist, also dass jeder Mensch seinen eigenen Weg geht und eine Nation oder nationalistische Gedanken oder eine Kultur oder Religion oder was weiß ich, was die Menschen alles so aufgebürdet bekommen, das gibt es eigentlich alles gar nicht. Das ist alles nur eine Idee. Also alles ist nur eine Idee, und die Idee habe ich schon lange überwunden. So will ich das mal sehen. Ist das denn für euch eine Idee gewesen, die näher gewesen ist, in dem Sinne, dass ihr euch auch deswegen mehr damit auseinandersetzen musstet zu der Zeit, als das aufgenommen wurde? Weil das war eine Zeit, da wart ihr schon in London, aber davor in Wuppertal und Düsseldorf gewesen. Wir haben in Düsseldorf angefangen, im Rattiger Hof, und sind dann schon nach den ersten Konzerten und nach den ersten Rehearsals und so sind wir ziemlich schnell nach England gegangen, weil es zu der Zeit in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit gab, überhaupt aufzutreten. Da gab es drei Läden, wo man spielen konnte, weil die Record-Labels gesagt haben, das ist keine Musik. Ja, das ist mehr so Rhythmus, das ist keine Musik. Wenn ihr Musik macht, dann kommt wieder. Und England war damals irgendwie auch einfach das Zentrum einer neuen Musik, die da entstand, mit Punk, New Wave und vielen Varianten. Und man muss eigentlich immer das sein, wo eine Bewegung entsteht. Also man muss schon im Zentrum sein. Und obwohl wir so schräg waren und auf Deutsch gesungen haben, ja, und auch die Leute auf Deutsch angesprochen haben, ich habe ja nicht gesagt Boys and Girls, sondern immer Jungs und Mädchen. Und da haben sich die Engländer zwar gewundert, aber das wurde in London sehr, sehr schnell der totale Hype mit Duff. Da gibt es eine komische Gruppe, die haben ganz komische elektronische Musik, der laut auf Schlagzeug dann schreit auf Deutsch, wir verstehen nichts, aber das hat so eine expressionistische Kraft einfach. Ja? Sorry, ich versuche hier ein bisschen die Höhen rauszudrehen, das ist nicht so tief. Du bist in Remscheid aufgewachsen, ne? Wo auch so Brötzmann herkommt, Nee, glaube ich. nein, ich bin hundertprozentig Spanier. Ich bin Du bist aber aus du bist Córdoba. nach Remscheid gezogen, Genau, irgendwann mal irgendwann. mussten meine Eltern emigrieren, so Gastarbeiter, und sind dann nach Remscheid-Lennep zuerst gezogen. Da war ich aber schon 8. Okay, ja, ich glaube, Ja. ich meinte auch die Zeit, weil ich weiß nicht, ob euch das irgendwie stört oder begegnet, so auch so vereinnahmt zu werden, obwohl ihr nach London dann gezogen seid, auch gerade von dieser Gegend irgendwie so Kunstszene, Düsseldorf, Wuppertal damals. Auch das ist ganz Habt ihr das lustig. mitbekommen eigentlich? Ja, klar, wir haben alles mitbekommen, aber die Deutschen sind Die Deutschen sind sehr lustig. Ich meine, es gibt kaum ein Volk, was so neidisch ist, auch wie die Deutschen dann, ja. Leute, die dann einfach denken, wow, die haben es geschafft, wir nicht oder so. Aber die Wahrheit ist, das dreht sich wieder um. Und als wir richtig erfolgreich waren, waren die Deutschen quasi stolz. So, ich nenne immer das Boris Becker-Syndrom. Oh, jetzt gibt es eine deutsche Band.
die ist im NME, die ist im Melody Maker, das sind jetzt die best-dressed people auf der Welt. Und das sind unsere Jungs in England. Ja? Und dann kommt diese komische Verehrung von einer Seite, die man vielleicht ja gar nicht, das hat man ja gar nicht bewusst kreiert, diese Verehrung. Das ist das sogenannte Boris Becker-Syndrom. Ah toll, unsere Jungs, die räumen da ab und so, prima. Und dann schwankt das plötzlich ganz um und da lieben dich alle dann. Und dann nach einer Zeit wieder, dann hassen sie. Das darf man nicht so ernst nehmen. Man darf überhaupt, speziell in heutigen Zeiten, darf man irgendwie, es ist eine Illusion anzunehmen, dass man das öffentliche Image in irgendeiner Weise kontrolliert. Oder wenn man das kontrollieren will, dann hat man einen Haufen Arbeit und Stress und viel, viel Nicht-Spaß. Habt ihr denn, was an Kunst passiert ist, damals mitbekommen? Habt ihr Boys mitbekommen in Wuppertal oder in Düsseldorf und hat euch das interessiert? Ja, die Boys und solche Leute, die waren ja auch im Ratinger Hof damals. Es hat sich alles richtig gemischt. Auch so die ganzen Leute von der Kunstakademie, Boys ist meistens mit irgendwelchen Schülern da angerauscht. Und ja, also es war im Grunde genommen so ein sich gegenseitiges Betrachten damals. Also wir haben die ein bisschen betrachtet, der Boys kam auch und hat uns betrachtet, genau, wollte sehen, so, was wir da machen. Zum Beispiel der, so ein Abchecken im Grunde genommen. Der Schlagzeuger einer meiner Punkbands, Mittagspause, war ja der Albert Oehlen, also der Maler Albert Oehlen von der Kunstakademie. Das war eine ganz spezielle Mischung im Ratinger Hof aus Punks, Leuten von der Kunstakademie Düsseldorf und Werbern. Also Schirner und solche Leute, GGK, Gredinger, also so Werbefirmen. Was haben die reingebracht? Was? Die da auch Werbe? Das Interesse. Ich meine, wie kaum eine andere Branche, ist ja die Werbebranche immer drum bemüht, neue Inspiration zu suchen, neue Trends, sagte man früher altmodisch, irgendwie zu entdecken. Ja? Die haben das direkt entdeckt, direkt. Und viele, die regelmäßige Hofbesucher wie Philipp Tanzmann oder so, die waren auch bei Gredinger angestellt, also bei der GGK Werbeagentur. Die haben das schon auch, sich das alles angeguckt, auch teilweise dokumentiert, das interessierte die schon. Und die Künstler auch und uns interessierte wiederum die Kunst. Ja, ich hatte war ja noch ein richtiges Kind, hatte ich meine Schule ja auch abgebrochen, wollte ich nicht mehr machen und dann haben wir uns das so eine, mit den Monroe, also auch einer von Charlie's Girls, ja, haben wir das so eine richtige private Universität aufgebaut, ja, Free Boarding School haben wir das genannt. Wo war das? In Düsseldorf. Einfach irgendwo in einem Venue, oder? Nee, zu Hause. Wir sind in die Bücherei gegangen und haben uns alles ausgeliehen über Dada, über Konstruktivismus, über Agitprop, und haben uns da richtig klug gemacht. Wie heißen diese Leute? Was haben die gemacht? Haben uns da Tage und Wochen lang uns das angeschaut. Das Werk anderer Leute, die uns gefallen haben und haben auch selber komische Dada-Pamphlete geschrieben. Als Kinder, ja, das hat uns total inspiriert. Du hast ja eine klassische Ausbildung, also eine klassische Ausbildung in dem Sinne, dass du tatsächlich in eine Institution gegangen bist, um zu lernen. Hast du darüber damals auf eine ähnliche Art reflektiert, dass du gesagt hast, ich würde mich lieber selber unterrichten oder stand das nebeneinander? Also ich habe jetzt zum Gegenteil, wie der Gabi gerade sagte, also ich habe jetzt nicht die anderen so im Grunde genommen studiert oder irgendwelche, mir das alles geholt. So. Ich hatte eigentlich eher den Plan durch das Musikstudium. Ja. Als ich in Düsseldorf ankam, war eigentlich mein einziges Ziel, dass ich also eigene Musik machen wollte. Ich wollte eine Band gründen, eigene Musik machen. Und mich hat eigentlich nur das interessiert, ob da jetzt der Boys reinkam oder irgendwelche Jungs von der Kunstakademie. Das war eigentlich nicht so interessant für mich. Okay. Diese Freundschaft zu den damals so frühen Gründungsmitgliedern, wo es dann ja auch irgendwie so, also du bist ja auf der allerersten offiziellen DAF-Platte nicht dabei gewesen. Ja. Ist das so eine Ausgehfreundschaft dann gewesen oder hast du die speziell ausgesucht? Also jemanden wie Kurt Dahlke, wie Pyrolator, kam das, der hatte ja auch ein Venue, glaube ich, eine Zeit lang, dieses Grüne Inn oder ein WG-Venue. Ja, das ist natürlich eine lange Story irgendwie. Also ich war ja damals, ich habe Musik studiert, als das Studium zu Ende war, bin ich über London, habe ich irgendwie so eine Studienpause gemacht, war in London, da war gerade voll so der Punk auf dem Höhepunkt. Ja. Und von dort aus bin ich dann, hab da so geguckt und so, und habe das ein bisschen auf mich wirken lassen, so einfach so, was da läuft. Weil wie gesagt, ich kam aus einem Klassikstudio und aus einem Jazzstudium. Und mein Plan, wie gesagt, war, dass ich nach Düsseldorf kommen wollte, halt eigene Musik machen. Und
Als ich dann den Gabi traf, also wir haben uns zuerst getroffen und haben uns also ausgetauscht. Ich habe gedacht, irgendwie mit ihm könnte das gehen. Gabi hat mir erzählt, er möchte singen. Ja, ich habe ihm erzählt, ich mache mal Musik, ich komme gerade aus dem Musikstudium raus. Ja. Aber wie gesagt, dann ist eigentlich noch eine ziemlich lange Story, ist dann auch eine ganz lange Geschichte gekommen. Weil wir waren irgendwie noch nicht so weit, so vom Instrumentarium her. So ein bisschen haben wir noch so gedacht, so ja, aber irgendwie so... Zum Beispiel im Rattinger Hof, da hingen auch Leute rum, so Punker, die haben da irgendwie so ganz einfache Gitarre gespielt. Also wie in der Punkmusik ja auch war, ja, so ganz simple Mucke sozusagen. Und das hat mich zum Beispiel gar nicht interessiert. Also das nicht, mich hat zwar im Punk diese Energie und diese Aggression und dieses Neue, also einfach nur dieses Vibe hat mich interessiert. Aber die Musik selber fand ich irgendwie bescheuert. Das ging mir auch gut, so, ja. Da waren wir uns auch direkt einig. Also, und deshalb ging das noch, über so einen langen Umweg ging das noch, und da habe ich auch Leute, wie gesagt, in Düsseldorf kennengelernt, in so einer Galerie. Es war dann auch zum Beispiel Kurt Dahlke, den du gerade angesprochen hast. Und Spielmann, so ein Kemner und so. Und die hatten, wie gesagt, die hatten so ein Ding dann auch auf dem Land, da in Gebelsberg, so ein Green Inn, so ein bisschen so ökomäßig alles. Ja. Und hatten da aber auch Proberäume. Und wie gesagt, dann ging es erstmal so einen Weg. Da haben wir uns zurückgezogen. Ja, weil das wundert mich, dass ihr in so einer Hippie-Kommune namens Green Inn. Wir brauchten einen Ort, der völlig zurückgezogen war von der Welt. Wir wollten das ja wirklich ausprobieren. Wir haben uns kennengelernt und sagten, wir gründen eine Band, wir machen eine Band. Ja. Und dann haben wir uns Mitstreiter gesucht, wie das damals üblich war. Der spielt dann Bass und so. Synthesizer konnte man sich damals... Wie das damals üblich war, wenn man heute niemanden mehr braucht. Ja, so. Synthesizer konnte man sich damals auch gar nicht leisten. Das war viel zu teuer. Weil ja? Ihr hattet kein Geld, ne? Wir hatten kein Geld. Und dann haben wir uns halt Mitstreiter gesucht und dann gab es die Möglichkeit in diesen Freiraum, der jenseits vom Rattinger Hof, also, dass wir unseren Weg finden, nicht innerhalb der Szene, sondern außerhalb. Weil wie Robert auch, ich fand Punk eigentlich schlecht gespielten Rock'n'Roll. Und ich wollte ja weg von diesen amerikanischen Mustern. Ich wollte ja keine angloamerikanische Musik machen. Ich wollte ja Musik machen, und Robert auch, die in keiner Tradition steht. Das haben wir schon bei unserem ersten Konzeptmeeting haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Musik, die steht in keiner Tradition. Nicht in einer deutschen, nicht in einer amerikanischen, in keiner. Und deswegen alles, was uns irgendwie erinnert an Musik, die es schon gibt, auch wenn das vielleicht gut ist, die werfen wir weg. Wie viel hat das mit der Geschichte eurer Väter in Anführungsstrichen zu tun? Also Deutsche zu sein, die in den 50ern, Deutscher zu sein, 50er bist du auch geboren wahrscheinlich, ne? Oder ich meine, Spanien hat ja einen politisch ähnlichen Weg genommen, zum Teil auch damit abzuschließen, dass man deswegen was komplett Neues machen möchte. Ich hatte damit nie was zu tun. Also ich hatte zum Beispiel keinen Vater. Also habe ich auch nichts mit Vätern zu tun. Deshalb ich kenne solche Storys nicht. Ja, wir sind ein bisschen Vatergeschichten oder sowas gibt es gar nicht für mich. Wir sind ein bisschen vaterlos. Ich bin ja auch bei meiner Großmutter aufgewachsen und dann bin ich mit 8 nach Deutschland, da habe ich meinen Vater zum ersten Mal gesehen. Der musste nämlich, weil er Antifaschist war, fliehen aus Spanien über Nacht. Das musste, und deswegen konnte er auch nicht zurück ins Land. Und er wäre dann verhaftet worden. Und so habe ich meinen Vater erst mit 8 kennengelernt und mit 15 war ich schon von zu Hause ausgezogen. Also wir sind im Prinzip beide vaterlos, würde ich sagen. Falls das eine Rolle spielt. Vielleicht das, auch nicht. Vielleicht auch nicht, ja. Aber ich finde das schon ganz interessant, manchmal, sage ich mal, so psychoanalytische Spekulationen anzustellen. Ja? Weißt du, wenn man vaterlos ist, dann, das hat natürlich auch dann auch was ein bisschen mit unserer musikalischen Originalität, Entwicklung. Das brummt ganz schön, gell? Brummt, ne? Das muss ein bisschen weiter weghalten. Genau, also das hat auf alle Fälle dieses Vaterlose, dieses so nicht so eine Bindung, ja, zu Family und Vater und was weiß ich, über Struktur und Unterwerfung. Ja, wenn du das nicht hast, also zum Beispiel ich, ja, da gehst du eigentlich eher so einen Weg der kompletten Unabhängigkeit. Also ich kenne sowas, sowas nicht einmal. Also für mich ist das sogar fremd, irgendwie so Familiengehabe, Vater und was weiß ich. Deshalb, ich konnte mich zum Beispiel in meinem ganzen Leben, ich habe auch dann zum Beispiel, als ich ein Teenager war, habe ich zum Beispiel versucht, also bevor es mit der Musik losging, also ernsthaft losging, habe ich zum Beispiel versucht, mir ein paar Berufsausbildungen zu machen. Und es hat überhaupt nicht funktioniert, weil wie gesagt, ich hatte noch nie
ich bin noch nie so einen Weg gegangen, dass ich mich zum Beispiel unterordnen konnte. Da haben wir beide Probleme mit. Der Meister zum Beispiel, ja, der Lehrer, der Vater. Da haben wir beide, da sind wir uns sehr einig, wir sind sehr unterschiedlich, aber da sind wir uns einig, so Autoritäten anzuerkennen, die das nicht aus einer wirklichen Handlung oder einer wirklichen Leistung oder einem wirklichen Können heraus machen. Einfach so, weil ich sage, ja, ich bin der Lehrer, ich bin der Meister. Das haben wir beide nie anerkannt. Das stimmt. Das fällt uns total schwer, dass einer kommt und sagt, ja, also ihr macht jetzt das. Das heißt, das für uns schon mal, egal ob Plattenfirmen oder wer auch, das heißt erstmal, warte mal, jetzt aber. Ja? Hier will jemand was von uns, das bestimmen wir nicht selbst. Das geht gar nicht. Wir müssen immer selbst bestimmen. Wir können nicht jemand anders für uns bestimmen lassen. Und das haben wir beide sehr drin. Sehr, sehr drin. Wie standet ihr dann zu Musikern in Düsseldorf, die vielleicht irgendwie bekannter waren, von einem vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine Generation vorher war, aber so jemand wie Kraftwerk war, das hat das euch genervt? Ich kam ja auch mal die haben auch geguckt und so. Also die Punks haben keinen Kontakt gesucht mit Kraftwerk. Das war eigentlich sogar, galt ein bisschen so als piefige Band auch damals, ja? So bei den Punks sagten, oh, Kraftwerk und so, mit den Krawatten und so, das ist nix, ja? war so, ja? Aber die Typen aus Oberkassel. Aber die sind auf Oberkassel, das ist die falsche Rheinseite quasi, ja? Das ist linksrheinisch dann schon, Oberkassel. Also aus diesen Vierteln, das heißt nämlich der Milchbar 2000 mit ihren teuren Cocktails und Lederkrawatten. Da dachten die Punks natürlich, was ist denn das für welche? Weißt du? So. Aber natürlich kannte man Kraftwerk. Aber wie gesagt, hat uns eigentlich nicht so interessiert. Später haben wir die auch kennengelernt, sind ja auch nette Leute und so. Aber ich finde, dass Kraftwerk viele, also ich als Texter, ja, finde, dass die Kraftwerk-Texte unheimlich schlecht sind. Deshalb ich mein Kraftwerk total gestört halt, ja, dieses, was weiß ich, ich bin ein Model, sie ist ein Model und sie sieht gut aus, ja, ich nehme sie gern zu mir nach Haus, im Konjunktiv, das drückt so eine Spießigkeit aus, ja, das ist der Konjunktiv auch, ich nehme sie gern zu mir nach Hause. Das ist ja auch und so eine komplett andere Art, mit Körpern umzugehen, ne? Also ich meine, eine Kraftwerk-Show, wo der Körper im Grunde so negiert ist im Vergleich dazu, was ihr gemacht hat. Ja, klar. Ja, wir waren eher eine richtig körperbetonte Band immer. Ja. Ja. Und Kraftwerk, die bewegen sich auch nicht. Nee. Das ist aber ein Konzept bei denen. Ja, die stehen also ganz statisch, ruhig, ohne. Das ist auch sehr sauber und bürohaft. Später habe ich die dann schon öfter mal getroffen in einem anderen Club, also nicht mehr im Ratinger Hof, dann, als sich das so wieder ein bisschen verschoben hat, die ganze Checkers. Szene. Und Checkers dann auf der Kühe. Das war dann eher so, dann so ein Club oder so. Und da habe ich die dann auch tanzen gesehen. So privat dann, ja? Privat. Da war guck mal, die Kaffee. Tanzen, ja? Privat tanzen die aber doch, ja? Zu tanzen die zu Shannon oder so. Ja, so war eine Disco eigentlich. Da. So moderne Disco. Die sind auch sehr nett, aber wie gesagt, also so irgendwie, das war für uns zum Beispiel keine Inspiration oder so. Also, aber wie gesagt, wir haben ja versucht, etwas zu machen, was uns an nichts erinnert, was keine Tradition hat. Wir wollen etwas machen, was völlig selbstbestimmt ist. Das ist schon wichtig. Das war für uns leicht. Ja. Das muss man auch noch dazu sagen, dass wir es nicht für uns also aufkünsteln mussten, genau. Also, sondern das war im Grunde genommen auch von unseren Typen, wo wir herkommen. Ja. Wir haben ja kurz erzählt, wo wir ungefähr herkommen, wie das ungefähr entstand. Ja. Das ist auch leicht, dass du kommst dann leichter zu so einer Art Originalität hin. Also dass du wirklich dein ganz, ganz eigenes Ding hast. Weil zum Beispiel, wenn du wirklich originale Musik machen möchtest, wo wir auch das Gefühl hatten, du schaffst es nur, wenn du original bist. Ansonsten bist du ja eh nur ein Kopist von irgendwas. Ja. Und genau, und das ging es. Gab es damals eine dezidiert schwule Szene in Düsseldorf, die euch wahrgenommen hat und hat gesagt, ihr gehört zu uns oder eben ihr gehört nicht zu uns? Die gab es nicht so. Allerdings ist das dann später so, speziell dann in Berlin, ja, da hatten wir ja viel Kontakt mit Mabel und diesen ganzen Leuten, die Gesunden hatten die eine Band. Da haben die das dann, das hat ziemlich lange gedauert. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die Gay-Szene uns wahrgenommen hat und auch als Ikonen auch dann irgendwo verehrt hat. Das hat ziemlich lange gedauert, weil zuerst waren wir ja Punks.
Ja, da waren wir Skinheads. Da waren wir irgendwelche komischen Mods, ja. Da kam man mit unserem Lederzeug und da fängt das eigentlich an, dass sie dachten, aha, die Outfits sind doch aus dem Schwulenclub und so, ja, so, da fängt das an. Und da wohnten wir aber nicht mehr in Düsseldorf. In Düsseldorf wohnten wir zu den richtigen Punk-Zeiten. Ja, ich war mal Rockabilly 3 Monate. Kinder spielen mit Identitäten und das macht total Spaß. Ja, da war ich ein Skinhead, fand ich auch großartig. Das fand ich alles super, das waren alles tolle Styles. Und also schwul wurde es eigentlich erst in London. Ja, erst so. In London, wo wir auch dann in diese Clubs gegangen sind und auch dann später dann halt in Berlin, wo wir da viel Kontakt hatten zu Wieland Speck, weißt du, und Mabel und so eine Leute. So. Naja, und da haben die gesagt, aha. Und da kam der Räuber und Prinz, weißt du, und das war ja auch immer unsere Geheimwaffe. Wenn irgendwelche Idioten dann bei Mussolini Sekai gerufen haben, da haben wir dann direkt den Räuber und Prinz gespielt, da haben die gerufen, schwule Säue. Okay, so. Aber das hattet ihr. Das war eine Zeit, wo es Leute gab, die Sekai gerufen haben, ja, klar. Aus Provokation oder auch tatsächlich, also überwiegend, weil die euch überwiegend aus Provokation. Überwiegend aus Provokation. Und dann später, aber nicht in den Anfangszeiten, sondern etwas später, dann waren auch teilweise Skinheads, die wirklich aus der rechten Szene kamen. Ja? Und mit denen haben wir auch Diskussionen geführt. Und das war ja. Aber wie gesagt, wir spielen mit allem. Auch was du vorhin sagtest mit der Ablehnung der deutschen Kultur. Auch damit spielen wir. Ja? Auch damit spielen wir. Das ist, für uns hat alles wir erkennen wenig Autorität an. Ja? Und deswegen sind wir sehr frei, mit allem zu spielen. Mit allem zu spielen, ja, auch mit Sachen, die vielleicht verboten sind. Und ich kann dir sagen, dass es wirklich befreiend ist. Und dass meine Eltern, habe ich das miterlebt, dass man wirklich mit allem spielen soll, weil die waren Antifaschisten und da war Franco das Negativbild. Aber das war auch ein Denkmal. Zwar ein negatives Denkmal, aber spielte doch eine komische Rolle. Ja? Und deswegen auch der Mussolini, es geht um Austausch von Ideologien, dass man alles vom Sockel alles weg vom Sockel, ja? Freiwild sagt ja auch, sie tanzen nicht den Mussolini, was ich ja, eigentlich noch viel lustiger. Freiwild ist ja auch, Freiwild ist Freiwild, ja, da sage ich wirklich nichts zu, ja? Ist okay. Okay, vielleicht schauen wir ein Stück von der alten Live-Aufzeichnung von der Räuber und der Prinz. Ja, das ist ja lustig, weil das ist ja dann so, wir waren ja dann... So ganz toller Fade-Out hier. So. Ja, dann, ich habe öfter behauptet, dass dieses Räuber und Prinz im Endeffekt für die damalige deutsche Gesellschaft, heute sind wirklich andere Zeiten, fast provokativer war als Tanze Mussolini und Tanze Adolf Hitler und Tanze Jesus Christus. Dass das dieses homoerotische Moment... die Leute teilweise mehr verunsichert hat als der Mussolini zum Beispiel. Das hat eine wirkliche Filmrisswirkung damals, dieses Stück, ja. Wenn das irgendwo lief oder wenn wir das aufgeführt haben oder so. Ja, weil die haben dann gesagt, das ist doch ein richtig schwules Lied. Ja. Und das war ja auch damals ein Tabu, also wirklich so ein richtig offensichtlich schwules Lied zu machen. Wann war denn eine Zeit für euch, wo ihr gemerkt habt, das ist keine Provokation mehr, die funktioniert? Also Homoerotik ist keine Provokation mehr, die funktioniert. Gab es da eine Zeit, wo ihr gesagt habt, also als ihr... Ja, ich meine, es funktioniert eigentlich noch immer. Ja, es gibt Welten, wo das absolut nach wie vor nicht akzeptiert ist. Und ich spreche von Menschengruppen, aber von ganzen Ländern oder so, ja, also... Man denkt ja immer, die Gesellschaft wäre so irgendwie freier geworden, aber eigentlich nicht. Die ist permissiver geworden, die erlaubt mehr, aber auch nur in den Ländern und nur da, wo vorher Machtverlust stattfindet. Wenn die Kirche und der Staat Macht verlieren, durch den Lauf der Dinge, weil das keiner mehr interessiert, die katholische Kirche, dann sagen die auch, ja, das ist okay, wir verbrennen jetzt auch keine Leute mehr. Hätten die aber Macht genug, Leute zu verbrennen? Jungs und Mädchen, dann könnte es sicher sein, dass die katholische Kirche heute noch immer Menschen verbrennen würde. Ja, das ist nur Machtverlust. Und wenn der Staat sagt, okay, so, also 175, der damalige Schwulenparagraf, also Arschficken ist verboten, ja, vom Staat aus, wenn die sagen, hey, das können wir einfach nicht kontrollieren, wir lassen das mal weg, ja, das ist auch nur Machtverlust, ja, und also Freiheit entsteht da, wo
sagen, wo Autoritäten halt an Macht verlieren. Und da entstehen auch Nischen. Und diesen Machtverlust, den kann man natürlich mit provozieren. Ja? Aber man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass Tabus, die vor 30 Jahren gültig sind, heute schon keine Tabus mehr wären. So solche gesellschaftlichen, man müsste fast altmodisch sagen, Megatrends, das musst du in 200, 300 Jahren Kategorien sehen, nicht von einer Generation auf die andere. Im Prinzip ist die Welt genau, wie sie immer war. Hat sich nicht viel geändert. Ist aber, okay, Telefone gibt es mehr, aber auch nicht entscheidend geändert. Die Welt hat sich nicht entscheidend geändert seit den 80ern. Weil du bist ja expliziter geworden, zumindest für eine bestimmte Zeit lang. Also nach den Alben, die ihr zusammen gemacht habt, gab es ja in der DAF-DOS-Phase, da hast du Stücke gemacht wie Ich fick dich lieber später, weil ich gehe erst tanzen. Ja, genau. Wo ich dachte, ist es vielleicht so eine Art Peak erreicht von, wie weit will man gehen darüber, so über Sex zu reden. Ja, das war aber, das muss ich sagen, das ist von 95. Da haben die im deutschen Fernsehen noch nicht ficken gesagt. Ich meine, heute sagt ja jeder Comedian, mindestens in jeder Comedian-Show, fünfmal ficken, ja? Und da kam Kentucky schreit ficken und so. Aber es war eine Zeit, wo man ficken noch nicht sagte. Das ist schon aufgefallen. Aber eigentlich ist das ja auch ein Lied im Endeffekt. Viel wichtiger als das Ficken. Ich glaube, ich fick dich später. Ich gehe jetzt lieber tanzen, dass man, ja, das ist auch die Überbewertung von Sex, ja, so, ich gehe jetzt lieber tanzen, sei mir bitte nicht böse, ich tanze doch so gern, ja, und tanzen ist auch schön, ja, und so, darum ging es, ja, und da hat mir immer gefallen, dass es nicht heißt, ich ficke dich später, sondern ich glaube, ich ficke dich später, das hat mir so gut gefallen, so sprachlich, ja, bin einfach so ein Verbfanatiker irgendwie, ja, ich stehe total auf deutsche Sprache als spezielle Möglichkeit zu dichten halt. Genau. Ich habe die ersten vier Alben, die ihr gemacht habt, da war Conny Plank beteiligt in der Produktion. Und ihr hatte dieses extrem reduziertes Instrumentarium, mit dem ihr gespielt habt. Wie sah die Situation aus im Studio mit ihm damals? Was hat der, habt ihr damals der Multitrack aufgenommen, nehme ich an, wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja. 24-Track haben wir aufgenommen auf einer alten MCI-Maschine, glaube ich. 24-Track auf 76 Geschwindigkeit, so unkomprimiert. Und dann die Bandkompression richtig ausgenutzt oder so. Das gibt es aber auch jetzt für heute als Plugin. Umsonst kann man sich verschiedene Bandkompressionen holen. Weil mir schrieb einer, das ist auch so musikerorientiert. So Bandkompression umsonst aus dem Netz holen und dann mal, das klingt schon was ganz anderes, eine Bass drauf auf Agfa 74 als auf MPEX oder so. Das ist die Bandkompression, das ist für Musiker interessant, wo ich mit Bandkompression spielen auch. Damals waren es halt alles noch große Maschinen, ja. Große Schwere und riesen Studios. Wie gesagt, der Plank hatte ein riesen Studio gehabt. Ja. Wie erinnerst du das damals mit dem, also was der reingebracht hat in die Musik, wenn das überhaupt in dem Fall viel war? Weil ich glaube, es gab das allererste Album, was jemand anders produziert hatte, was dann auch irgendwie schief ging das, und nicht benutzt wurde. Im Grunde genommen, also Producer, der Werner macht mir ja auch Sachen verwechselt. Ja. Es gibt Bands, die werden von einem Producer produziert und der Producer macht mit musikalisch, also das war bei uns nicht der Fall. Ja. Also Conny Plank ist kein Musiker, also kein Musiker gewesen. Der war einfach, ein guter Soundtüftler. Soundproducer, so ja. Und wir haben ihn auch immer Soundkutscher genannt. Also genau. Er war am Mixing Desk, er hat einen riesen Desk gehabt. Kutscher. Ja, genau. Er war ganz gekutscht. Hat er selbst gesagt, ich bin nur der Soundkutscher. Du machst die Texte, du machst die Musik und auch Arrangement, das war alles keine Frage. Ich bin nur der Soundkutscher. Glaube ich nicht, wir waren, wie gesagt, wenn du das wissen möchtest, wie es so ungefähr ausgeschaut, wir waren zusammen immer in diesen Aufnahmeräumen, haben also dann unsere Songs kreiert. Also ich hab angefangen mit dem Synthesizer spielen. Habe ich mir gedacht. Also zuerst kam die Synthes, ja. Und dann hat der Plank die Synthes aufgenommen. Als zweites habe ich dann Schlagzeug gespielt, dann hat der Plank Schlagzeug aufgenommen. Und am Schluss kam dann der Gabi mit dem Gesang. Und danach kam eigentlich halt am Plank seine größte Rolle. Die ersten Stufen unserer Aufnahmen war der Conny, also der Aufnahmetyp. Und wir haben also, wie gesagt, die Songs kreiert zusammen im Aufnahmeraum.
und eins nach dem anderen sozusagen aufgenommen. Und dann Conny sein größter Part, also sein großer Part kann im Grunde genommen dann danach, als alles aufgenommen wird, weil dann hat er uns produziert im Sinne von Mischen. Also dass er uns dann so, dass er, wie gesagt, der Conny hat damals wirklich gute Sachen gehabt, ja. Zum Beispiel unter der Erde eine riesen Hallplatte, ja. So wirklich so eine große Einplatte, die Erde eingelassen wurde, und da konnte er uns so einen richtig großen Raum machen. Also ist eine Analogwelt nach so einem Effekt, weißt du, so. Ja. Und man muss auch große und eins, Sache auch, weißt du, eins dass er uns sehr, das gegeben hat, Räume gegeben hat, weißt du, so Effekte und eins ist aber wichtig zu erwähnen, so. Dass er uns auch sehr gut aufgenommen hat. Der Planck war ein Mikrofoniemeister. Genau. Und er hatte auch tagelang getüftelt oder stundenlang, bis das Bassdrum-Mikro genau richtig stand für was man auf Band kriegt. Das ist ja meistens mindestens genauso wichtig wie das, wie man das später produziert. Das war so eine super Mikrofoniemeister. Und halt, wer sagte uns der Soundkutscher, ja? Und er hat halt die Idee auch gehabt, halt auch die Direktsignale vom Synthesizer, also diese auch irgendwo kalte Elektronik, über Amps, über Gitarren-Amps, Bass-Amps, ganz komische, dreckige Boxen, die irgendwo um die Ecke standen, das nochmal rauszuschicken und das dann auch aufzunehmen mit den aktuellen Mikrofonkenntnissen und dann aus diesen verschiedenen Signalen den DAF-Sound zu machen. Und ich kriege dann hier so Messe, BBM oder Snapchat, sagen, ja, Gabi und so, ich habe mir jetzt einen Korg gekauft, aber es klingt nicht wie DAF und so. Und da sage ich, ja, okay, hol dir jetzt einfach einen Gitarrenverstärker noch dazu, nimmst das auf und dann mischst du das in einem guten Verhältnis, beide Sachen, und dann hast du diesen Power-Sound durch die Verstärker. Also das war eine Klangidee. Blank hat es im Grunde genommen aufgeblasen. Ja, genau. Das hat uns so groß gemacht. Genau. So mit Big Hall und Effekt, ein bisschen Delay. Und da war er so ein richtiger Spezialist, also so ein richtiger Freak sozusagen. Und ich muss sagen, dass er auch für mich dann als außerhalb der Musik, ja, ist das, wie ich immer, außer meiner Ehefrau, gibt es keinen Menschen, der mich so beeinflusst hat. Ja, von dem ich so viel gelernt habe, wie von Conny Planck. Nicht nur was? von Jamie auch sehr beeindruckt, okay. Aber auch sehr viel gelernt. Aber von Conny Planck auch. Also Sachen, die jetzt nicht mit Musik zu tun haben. Sehr viel über Business habe ich von dem gelernt, aber auch allgemein zu einer Haltung im Leben. Vielleicht, wie du vorhin meintest, mit den Vätern gibt es keine Väter. Der Planck hat so, für 2-3 Jahre habe ich in dem so eine Art, wie würde man sagen, Virtual Father, Tag Vader gesehen. Nee, mein Scherz. Aber so eine Art, ja, so ein Typ, der mir auch Sachen gesagt hat, nee, Gabi, musst du so machen und so, ja. Das bringt nichts so, das so zu machen, das musst du so machen. Über Business hat er mir sehr, sehr viel und hat mir auch ganz klar gesagt, hier, wenn du Musik machst, finde ich super, du bist 100% Künstler. Hast du Star Wars geguckt? Ja, klar. Aber du musst jetzt auch 100% Geschäftsmann werden. Und hat er mir so die ganzen Akten da mitgebracht. GVL und hier Management und Verlag und HAP und NDP und den ganzen Scheiß da einfach fast wie ein Lehrer mir das so beigebracht. Und das fand ich sehr gut. Der hat mich sehr beeinflusst. Und Star Wars haben wir natürlich geguckt, selbstverständlich. Und ist immer schwierig zu sagen, wer da mein Liebling war. Aber im Endeffekt denke ich R2-D2. Während ihr sagt, dass Planck irgendwie experimentell damit umgegangen ist, euren Sound aufzunehmen, habt ihr aber festgehalten an einem total begrenzten Instrumentarium. Ja klar, bloß keine Schnörkel reinbringen. Minimalismus war das Nummer 1. Über Alben. Also ihr habt ja über mehrere Alben einfach im Grunde drei Instrumente gehabt. Darf es im Grunde genommen nur eine Sequenz, genau. Ein Beat und Gesang. Genau. Das ist mehr es. Ist nicht. Genau. Und gab es nie den Impuls, also gerade deinerseits vielleicht zu sagen, dass wir müssen darüber hinausgehen? Wir können nicht, was hattet ihr, Ab Odyssey, MS-20 Odyssey und Schlagzeug? Korg und Schlagzeug. Ja, ganz ein paar, 2-3 Nummern, dachte der Robert, oh, jetzt spiele ich noch Marimba oder klimpere auf so ein Glockenspiel, da so ein Kinderding herum für Räuber und Prinz, weißt du, oder so. Aber ganz, ganz selten, eigentlich nie. Nee, wir haben uns da schon auch, das war dann so, wir haben, wie gesagt, wir haben da was gefunden für uns, so einen Weg, ja. Und dass wir irgendwann wussten, dass wir haben, wie gesagt, ganz am Anfang, mal ganz kurz zurückzukommen, mit so alten Instrumenten, Green Inn, wo dann noch jemand Bass gespielt hat, das wollten wir dann alles nicht mehr. Okay, da haben da zwar die Leute von uns behauptet, wir hätten jetzt alle rausgeschmissen. Was auch teilweise stimmt. Teilweise, aber wie gesagt, wir haben denen auch erklärt, wir wollen das nicht mehr.
Weil als wir dann die Maschinen entdeckten, als in 1978 dann die Quarks kamen aus Tokio, ja, da war für uns klar und haben uns auch entschieden, wir wollen also richtig so in die elektronische Richtung gehen, Minimalismus, und es geht dann nur noch um Sequenzen. Es geht nur um Sequenzen. Wir hatten ein richtiges Konzept halt. Da sind natürlich also erstmal die anderen Musiker alle nicht mehr gefragt, sozusagen. Genau. Ja. Und dann, wie du gerade fragtest, ob wir da nicht aussprechen wollten. Nee, wollten wir nicht, weil wir genau das wollten wir ja. Also nicht mehr, dass dann Bass ist, genau. Gitarre, vielleicht noch sogar noch ein Solo, ein melodiöses Solo. Nee, überhaupt nicht. Es sollte nur ganz minimalistisch im Grunde genommen, also so mal kalt zu sagen, es sollte Maschinenmusik sein. Genau. Maschinen. Das war uns ganz Maschinen, klar und Beat und Aussagen. Und auch so festgesetzt halt, auch es wurde nie aufgeschrieben, aber sagen wir im DAF-Manifest, das war so festgelegt. Musik steht in keiner Tradition, ist nicht songorientiert, also hat keine Strophen und Refrain, kein A- und B-Part, sondern geht so durch. Ja? Und dann sloganhafte Befehle auf diese Musik, so. Aber ihr seid dann vielleicht ähnlich, wie ich mir jetzt Kraftwerk vorstelle, die dann außerhalb der Arbeit tanzen. Habt ihr dann in den Solo-Alben ein bisschen andere Sachen gemacht? Du eigentlich mit dem Misfits noch fast klar. Mehr als ne, immer andere Sachen dann auch ausprobieren. Was ist ja auch Solo da. Solo kann man dann ja, auch genau. Dann wirklich ganz was machen. Man muss ja sagen, wirklich, ich mache so viele Projekte, dafür sind nur eins von vielen Projekten. Die meisten mache ich auch gar nicht unter dem Namen Gabi Delgado, weil das so etwas so anderes ist. Dass es auch gar nichts bringt oder so. Ja? Wenn ich das sage, Gabi Delgado legt jetzt im Miami Latin House auf, zum Beispiel. Das mache ich dann als Santos Leon, das kennt keiner. Jetzt schon, ja gut, das spricht sich ja auch langsam rum. Das wird ja dann früher oder später entdeckt, aber es ist falsch, damit zu starten. Und das sage ich auch immer allen Leuten, die mich so fragen. Nee, macht das, heutzutage kann man sich sehr viele verschiedene Identitäten schaffen. Und damit erhöht man halt die Chance, auch etwas zu reißen. Das ist, glaube ich, heute wirklich sehr wichtig, dass man das einfach, wie so eine Klickmaschine, einfach die eigenen Projekte potenziert, damit man mehr Chancen hat. Ja? Also, dass man das wirklich stark verästelt. Und dann ist es immer gut, für andere Sachen andere Namen zu nennen. Und hätten wir DAF zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt was ganz, ganz anderes, so, ja? Da hätten wir es auch nicht mehr DAF genannt. Wenn wir gewollt hätten. Ja? Wir waren uns dann schon treu. Ja, also wir haben, wie gesagt, wir haben auf was hingearbeitet. Also richtig, wir haben sogar dafür gekämpft. Ja. Bis hin, dass irgendwie Leute gehen mussten. Ja. Ja, ja. Also es ist wirklich ein Kampf gewesen. Ja. Ja, klar. Und so ein Kampf, wenn du dann so ein Ziel erreichst, also wo auch dann das Ergebnis also stimmte. Also wir haben die Bestätigung bekommen, der Kampf hat sich rentiert, ja. Diese Musik funktioniert, die kommt total, ist dann weltweit angekommen. Ja. Viele Leute dann, berufen sich jetzt auf uns. Dann hast du jetzt erstmal eine ganze Zeit lang gar keine Lust, dass du jetzt irgendwie jetzt dann und das ist wichtig, was Robert sagt, das war nämlich schon ein Kampf. Man muss sich mal vorstellen, jetzt wirklich hier 1979 irgendwo hinzukommen mit einem Stück, also das ist das Stück, das sagen die, aber das ist ja gar keine Melodie, das geht ja nicht rauf und runter, das ist ja keine Strophe, da kann man ja gar nicht, ist ja gar keine Melodie, da ist auch keine Gitarre dabei, keine Orgel, ja, und das war schwierig, das war schon ein richtiger Kampf. Also selbst Conny, der uns so offen gegenüberstand und der das so geil fand, der hat auch, als wir dann sagten, wir schmeißen alle raus, nur noch Robert und ich, da hat er auch erstmal gedacht, hey und so, jetzt haben die keinen Bass. Also den Conny haben wir auch sehr viel beigebracht, so, haben keinen Bass, keine Gitarre. Wollte, war dann auch skeptisch am Anfang, ja? Hat gesagt, wird das denn auch was und so. Aber klar ist ja was geworden. Wir wussten schon, was wir wollten. Als wir das dann hatten, hatten wir das Haus ja gebaut. Und der Conny war doch auch dann super zufrieden. Er hat sich schon auch sehr gefreut. Klar, der hat das dann, als er das dann gesehen hat und was dabei rauskommt, hat er das auch sofort verstanden, warum. Ja? Aber trotzdem, das ist schon eine, wir haben sehr viele Sachen. Ich meine, heute 80% der, speziell der Clubmusik, wird ja quasi nach DAF-Regeln produziert. Ja, da gibt es einen durchgängigen Beat, eine Sequenz, also auch keine A- und B-Part und Refrain, sondern wirklich eine Haussequenz, die läuft und läuft. Mal wird die Hi-Hat zugeschaltet, dann wieder weg. Dann kommt das rein wieder, dann kommt das und so. Im Prinzip nach DAF-Regeln. So. Und ein anderes wichtiges Moment vielleicht der DAF-Musik ist, dass wir auch, sag ich mal, die klassische Harmonielehre nicht beachtet haben. Ja? Also DAF-Sequencer klingen immer leicht verstimmt. Ja, weil das aber jetzt, das liegt daran, die sind deswegen verstimmt, nicht um des Lieben
Verstimmtheit, Seinswillen, also nicht um auf Teufel komm raus was Disharmonisches zu produzieren, sondern weil dieses Sequenz tatsächlich so am besten klingt. Disharmonisch. Ja, das hat einen Sinn. Das ist nicht ein Trick, das ist die Wahrheit. So klingt die am besten. Ja? Und, auch Gefühl. Und das sind die Leute auch heute durch die DJs, die ja immer dann den Pitch verändern und dadurch auch die Tonhöhen verändern, sind die Leute auch gewohnt, Musik zu hören, die so schräg ist, dass wenn ein Mensch von vor 100 Jahren da reinkommen würde, würde denken, was ist denn da? Ist alles wie Katzengesang, ist alles krumm und schief. Wie müsste das so mehrere Instrumente stimmen? Also wir haben auch die Hörgewohnheiten verändert, das wollte ich damit sagen. Ja? Auch die Hörgewohnheiten im Sinne, was für ein Gesang, was für eine, weil es ist kein Rap, es ist kein Gesang, ja? Das sind Befehle, das sind Aussagen, das ist ein Schauspieler, der das dann interpretiert. So. Hat dich das geärgert an einem bestimmten Punkt, also Mitte der 80er, wo ihr einen größeren Split hattet für eine Zeit lang, um euch dann mehrere Male wieder zu vereinigen und wieder zu trennen und wieder zu vereinigen und wieder zu trennen, damit wir auch alle immer schön unterhalten werden. Ja, es ist das schon, wahr. Wir sind DAF gerade zusammen, oder nicht? Aber hat euch das geärgert? Ich meine, hast du bist ja auch für Disco B und so richtig im Grunde dann eben solche Platten gemacht. Seid ihr wirklich rumgelaufen und habt gedacht, scheiße, die Leute klingen wie wir? Nee, also ich muss ehrlich sagen, mich hat das von vornherein total erfreut. Muss ich wirklich sagen. Weil er dachte, jetzt habe ich dann, irgendwann mal habe ich dann Nizza Ebb gehört. Nizza Ebb. Genau wie ein DAF-Stück, nur auf Englisch halt, ja. Und auch dadurch, dass ich keinen Live-Schlag, aber es war DAF. Und überall konnte man es. Und ich habe mich wirklich gefreut, weil dann dachte ich so, uns ging es auch darum, auch die Musik oder sagen wir, die Kultur, Historie mitzugestalten. Und da dachte ich, super, das haben wir wirklich durchgesetzt. Das ist jetzt so. Und am meisten habe ich mich gefreut, als 86 dann die House Music eigentlich kam und ich die dann auch kennengelernt habe teilweise, die Leute, und die mir gesagt haben, ja, hier Kraftwerk und DAF, ja, das ist für uns, ja, so. Und dann dieser Feedback, weißt du, dass das etwas dann dahin geht und dann fast 10 Jahre später dann wieder in anderer Form zurückkommt, das finde ich schon super. Also ich war immer total froh. Und diese ganzen Kinder von uns oder Leute, die von uns beeinflusst sind, die haben auch dafür gesorgt, dass DAF jung geblieben ist und dass DAF weitermacht und dass DAF einen Namen hat. Weil die machen ja viel Promo für uns auch. Ja? Und ich finde das teilweise wirklich sehr, sehr gut. Und auch bin auch froh, wenn einer sagt, hey und so. Da habe ich die DAF gehört und dann dachte ich so, jetzt mache ich auch Musik. Das finde ich schon super. So eine Momente, sage ich mal. Mich hat es nur genervt, das Business ein bisschen. Das Business, ja. Das Business war so, okay, wir haben uns getrennt. Realistisch war natürlich das für uns dann auch teilweise richtig wieder so zurück auf den Boden ein bisschen. Weil also wir haben uns ja auf dem Höhepunkt damals getrennt, haben auch in diesem Sinne wahnsinnig viele Leute, also im Business, die sind irgendwie, haben gedacht, ob wir wohl nicht mehr ganz dicht sind, ja, da kam ja nicht. Okay. Die haben gerade die Amerika-Tournee für uns vorbereitet, ja. Und so, also die wollten uns richtig jetzt reinhieven, ja. Und dann sagen wir, jetzt hören wir auf, genau jetzt. Und dann war natürlich, das hat mich dann doch ein bisschen so zurück zur Realität, ja. Dass du dann irgendwie so auf den Boden runterkommen musst. Ja. Und dass ich dann zu dieser Zeit, wo so dann für uns erstmal nichts mehr lief, weil die haben dann auch die Türen zugemacht. Ja, wenn ja. Ihr sagt, ihr macht sauer. Jetzt nichts mehr für uns. Die waren sauer. Da waren natürlich auch viele sauer und die waren dann erstmal so ganz alleine wieder sozusagen. Ja. Ich sag, ich habe da mal wieder den Daniel Miller getroffen. Ja, weißt du, so, ja, ich sag, genau. Ganz zu Anfang. Ja, weißt du, ja. Und aber was ich sagen wollte, genau, und dann ist bisschen, und was mich dann ein bisschen doch genervt hat, also dann doch, war, als ich dann in den Club komme und wir irgendwie wieder irgendwie so, ja, so erstmal gucken, wir wussten, wie es weitergehen soll. Und dann plötzlich habe ich irgendwie so Mucke gehört, die genau wie DAF war, die jetzt die Plattenfirmen rausbringen auf dem genau. Markt. So richtig so ganz viele so Copycats. Genau. Weißt du, so. Ich fand das wirklich, muss ich sagen. Fuck, ich fand das so. Jetzt läuft es so richtig, ja, jetzt, richtig im breiten Ding. Ja. Okay, wir haben aufgehört. Ich fand das toll, muss ich wirklich sagen. Mich hat das gefreut, weil ich dachte, super, so, das muss jetzt gar keiner. Das muss ich gar nicht selber voranführen. Jetzt haben wir hier diese Belgier da, ja, da soll man diese belgische IBM-Szene da den Szepter übernehmen und so eine Musik machen. Und ich fand das wirklich auch
auch gut, dass ich das durchgesetzt hatte und halt, dass man nicht mehr allein war in dieser Welt. Das sind ja alles sehr, sehr große Vorteile. Und ich wollte noch sagen, diese Auflösung, das war unser schlauster Karrierezug überhaupt. Man muss bedenken, wir waren ja total auf dem Höhepunkt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, das gibt eine richtige New Wave, neue Welle, Blase. Das ist jetzt gar keine interessante Musik, das ist jetzt nur noch blöder, frecher deutscher Schlager, das ist nichts. Und wenn wir jetzt zu sehr da reingeraten, dann werden wir auch in einer ganz komischen Weise vereinnahmt. Auf der anderen Seite gibt es so richtige Business-Haifische, die uns auch vereinnahmen wollen. Und da muss ich sagen, Leute, es gibt immer die Möglichkeit, also vor allem in der ersten Welt, also in unseren Luxusländern, gibt es immer die Möglichkeit, sich zu verweigern. Zu sagen, nee, und man kommt auch nicht zum Kompromiss, weil das ist von vornherein alles nicht gut. Und dann sagst du so, mich gibt's gar nicht mehr. Tschüss, ja. Und dadurch haben wir mit einem Schlag auch so eine Art, wie man so blöd sagt, Kultstatus erlangt. Uns gab's nicht mehr, war unerreichbar. Und das hat natürlich auch businessmäßig auch Früchte getragen, weil dadurch waren das ja auch sehr wertvoll und konnten für die Soloplatte ganz andere Deals abschließen, also viel, viel mehr als für DAF zum Beispiel, weil das so begehrt war, dieses rare Produkt. Ja, aber wie gesagt, ich meinte nur diesen Moment, also wo du halt dann siehst, ja, dass die Plattenfirmen einfach sich jetzt da so draufsetzen, so mit viel Geld, was muss man sagen, die haben dann wirklich viel Geld reingesteckt, um Bands so auf den Markt zu werfen, die wirklich so sind wie wir sozusagen. Wenn wir aber über Geld reden und über Business, hat euch DAF immer beiden gehört? Habt ihr das zwischen euch auf eine Art geregelt gehabt, mit der ihr immer beide leben konntet? Ja, außer wir haben uns gestritten. Ja. Haben uns auch, dann war es einfach auf Eis. Dann war es auf Eis. Das haben wir aber immer hingekriegt. Also das hat immer uns gehört. Das hat immer uns gehört. Aber man muss wirklich sagen, man muss auch realistisch sein. Das gilt für alle, auch für die neuesten, innovativsten, schrägsten Sachen. Du kannst natürlich neue Bewegungen, egal ob Mode, Kunst, Musik, das ist egal, schon extrem kodierend, sodass das lange dauert, bis die real existierende kapitalistische Wirtschaft das versteht, wie die das kopieren muss. Aber du darfst dich nicht der Illusion hingeben, dass du eine so stark kodierte Mode-Sache erfindest, die nie geknackt wird. Also früher oder später, der Kapitalismus ist wie die Borg bei Enterprise. Der Kapitalismus assimiliert alles. 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 Und der Kapitalismus ist in der Lage, alles zu assimilieren und wird er auch früher oder später tun. Und du kannst dein Werk halt stark kodieren, wenn du das für nötig erhaltest, dass es möglichst lange dauert. Aber du darfst dich nicht der Illusion hingeben, dass das nicht geknackt wird. Und als die Industrie diese Formel für den Erfolg und für New Wave und für Synthesizer geknackt hatte, dann hat sie die natürlich auch benutzt. Es war ja eine funktionierende Formel. Also mich hat das, sag ich mal, nicht überrascht und fand das auch so. So ist das, also wirklich, das alles ist knackbar. Ja. Worüber lachst du? Mir klar, es gibt halt so verschiedene Momente, wie man so, in verschiedenen Momenten denkt man halt verschiedene Sachen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist auch sehr gut. Ja, das ist auch eine wichtige Sache, wenn man zum Beispiel jetzt in Bezug auf Musik, das ist der Vorteil einer Formation oder eines Projekts, was sehr, sehr lange schon Musik macht, ja, gegenüber einem Projekt, was vielleicht nur ein, zwei Jahre Musik macht. Das ist der große Vorteil, dass die Sichtweisen und die Gedanken über Sachen, die man macht, gemacht hat oder machen wird, sich dauernd ändern. Und das sind aber mehr so Prozesse, die über zwei, drei Jahre gehen. Man muss also ein bisschen wie im Fußball, in einer modernen Fußballmannschaft wird ja auch so sein, die 2,7 Jahre, die lebende Mannschaft, da muss auch Cristiano Ronaldo weg, da muss jemand anders hin. 2,7 Jahre, da muss sich irgendein Twist tun, ja? Weil sonst läuft das nicht. Und das passiert dann eben automatisch, wenn man länger zusammen ist und sich auch kennt zum Beispiel. Wir kennen uns sehr, wir sind so unterschiedlich und kennen uns so gut. Ihr habt auch zeitweise zusammen gewohnt. Ja, wir haben eine Zeit lang zusammen gewohnt. London. Das war aber wirklich selten. Das ist einmal passiert. Ja? Eine Woche. Nee, so ein paar Monate schon. Ja? Und das war viel länger. Ja, wir haben ja ganz, unterschiedliche Erinnerungen. Robert denkt immer, wir hätten in dieser Holland Road jahrelang gewohnt. Meiner Meinung nach waren es das 3-4 Monate. Was? Ja, wirklich wahr. Das ist komisch, und ich denke, das ist 3 Jahre. Ja, genau, aber das gibt's. Jetzt wollen wir das, wir haben das Buch da gemacht und so.
wo die Leute uns gefragt haben, wie war das damals, gab es teilweise ganz verschiedene Erinnerungen. Aber richtig, zum Beispiel diese Wohnung im Hollandpark, Robert, seit wirklich 3-4 Jahre, ich denke wirklich 3-4 Monate. Ja, so. Und das ist aber auch nicht wichtig, weil so ist das ja auch. Vergangenheit verändert sich ja auch durch das, was du erlebst. Ja. Kennt jeder als Kind, oh, bei meiner Großmutter, das Zimmer, das war so groß. Kommst du rein, ist ein ganz kleines Zimmer, weil du warst früher klein und jetzt denkst du, das ist groß. So ist die Erinnerung, spielt uns manchmal seltsame Streiche. Ich denke, wir sollten hier, vielleicht, es gab schon ein paar so Reinrufe, das Ganze den ja, genau. Fragen öffnen, in, ganz offiziell. Es gibt irgendwo ein Mikrofon, was wohl rumgegeben werden wird, falls jemand eine Frage hat. Ich höre dich auch so. Weil ihr das mehrere Male betont habt, dass es praktisch keine Blaupause gegeben hat für eure Musik, dass das auch so wichtig war. Was ist mit Suicide? Ja, Suicide, das ist... Ja, Suicide war ja ein bisschen früher eigentlich, ja? Also als wir als ich zum Beispiel Suicide gehört habe, die berühmte, ja, die tolle, da war ich noch richtig Punk. Da war ich doch schon noch gar nicht bei Duff. Da war ich noch bei Charlie's Girls und Mittagspause und so und Juri Gagarin und die Sowjetunion war ich damals, weiß ich noch. Und das, ja, da gab es auch, das ist so muss, das Suicide kommt, finde ich, von der, kommt Duff am nächsten, obwohl andere Leute das, sagen wir, akkurat danach gemacht haben, wie Nizza Ebb durch die Sequencer, kommt Suicide vom Spirit uns am nächsten, vor allem durch dieses Expressionistische in der Musik. Ja? Dieses Gottfried Benhafte, dieses wirklich expressionistische Element in der Musik. Und das sind die uns irgendwo ähnlich, natürlich auch die repetitiven Sequenzen, bla bla bla. Klingen anders, haben eine Drumbox und so, schon was anderes. Aber wie gesagt, zu der Zeit kamen alle Platten, die wir gut fanden, die kamen weg, weil wir wollten ja wirklich etwas machen, was irgendwie neu ist. Aber klar, weil das Gehirn ist sehr groß, da kann natürlich schon sein, dass irgendwo... Aber es gab keine konkrete Sache, dass wir sagten, Suicide ist jetzt besonders gut. Also das war alles für uns gleich. Suicide ist so gut wie Kraftwerk, wie Susi Quattro, wie T-Rex, wie was auch immer. Ich kannte die gar nicht. Stimmt, Robert kannte die nicht, ne? Stimmt. Habe ich dann später weiß erfahren, dass die ja? Zeit so ein bisschen in diesem Fluss oder was auch immer, ja. Kann sein, oder, weil da fällt mir im Punkt nochmal darauf ein, klar, du bist also, wenn du das weltweit siehst, ja, gibt es immer irgendwelche Leute noch, die so parallel, was weiß ich, du machst hier jetzt, bist in Deutschland in irgendeiner total abgefahrenen Idee, da kannst du dir wirklich sicher sein, also so denke ich dann später, habe ich dann später auch mehr, kannst du dir wirklich sicher sein, dass du vielleicht, was weiß ich, irgendeiner in Afrika oder in USA oder in Japan, der arbeitet auch ungefähr auch so an so einer Idee. Ja. Aber wie gesagt, das sind halt so, das wird es immer geben, dass man nicht ganz allein ist auf der Welt. Also selbst wenn die Idee noch so gut ist oder so speziell ist, ja, dann wird es immer noch vielleicht Parallelen geben. Ja. Also das ist wirklich so. Aber wie gesagt, Suicide, ich kannte die nicht mal. Ich habe dann später irgendwie so ein Lied, dieses Dream Baby Dream. Genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ich nicht gedacht, Duff. Ich erinnere mich noch. Das ist ja eher so eine Orgel. Ich erinnere mich noch. Ich hatte damals diese komische Band, da ist das Juri Gagarin. Und ich hab dir die, glaube ich, gezeigt. Und da meintest du noch, was irgendwas zum Cover meintest. Du wolltest sie auch gar nicht hören und so. Aber Robert kannte die nicht, die Suicide. Ja. Ich finde Suicide toll. Wirklich, wirklich. Weil er ist ja vor leider jetzt gestorben auch. Hatte auf dieser Tribute-CD, die da in Frankreich erschienen ist, hatte ich ja auch ein Stück dann eingesungen halt. Ja. So. Also mit der Musik und dann aber habe ich dann eingesungen. Und das finde ich schon toll, Suicide. Aber wie gesagt, das war bei uns so. Wir wollen wirklich so weg jetzt den ganzen Scheiß, den Guten und den Schlechten, also allgemein, jetzt weg damit mit den ganzen, ja. Ich muss auch sagen, zum Beispiel, ich habe mich damals zu dieser Zeit, also zu der Anfangszeit speziell von uns, ich habe mich tatsächlich so, mag jetzt egomäßig klingen, ist aber nicht egomäßig, ich habe mich für andere Musik überhaupt nicht interessiert. Ja. Überhaupt nicht. Also wenn jemand mich gefragt hat, was hältst du von der Band, habe ich mir abgewogen, hey, frag mich nicht, interessiert mich nicht. Aber wenn du dann sagst, interessiert dich nicht, dann denken die Leute, hey, wie ist denn der drauf? Ja, aber es geht also nicht so. Oder ich hatte auch immer Schwierigkeiten, auch damals, und ich kann es mir erstmal anhören und das. Weil ich habe dann immer das Gefühl gehabt, wenn du dich dann auf das einlässt,
und sich für das andere interessieren und dann vielleicht sogar noch näher, weil andere das von dir eventuell fordern, ja, da habe ich immer gesagt, nee, da mache ich nicht mit, weil das würde dann auch künstlerisch beeinflussen. Ja. Wenn dein Interesse zu einer anderen Sache geht, dann lässt du das zu dir fließen. Das heißt, du bist dann doch, du arbeitest mit diesem Ding. Selbstverständlich. Und das hat sich bei mir zum Glück nicht ergeben. Wenn ich das war nicht interessiert, aber wie gesagt, es war aber auch nicht egomäßig. Wenn ich im Studio bin und irgendwas suche oder so, dann mache ich natürlich alle Musikkanäle, also ganz abgesehen davon, dass ich überhaupt keine Musik da mehr höre, mache ich doch auch sogar die Musikkanäle auf dem TV, die werden da wegprogrammiert. Damit man nie, oder ich versuche dann auch sogar Läden zu vermeiden, läuft ja überall Musik. Und dann ist das auch gut, gar nichts zu hören. So gar nichts zu hören. Nur das, was du machst. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Moment, also dass wir so originell wurden. Also dass das tatsächlich so ein ganz, ganz eigenes Ding sind, wo dann später uns auch die Leute sagen, ja, das ist wirklich DAF. Das klingt nach DAF. Also wenn Leute dann sowas sagen, dann weißt du wirklich, das, also du hast was Originelles kreiert. Ja. Und ich glaube, das geht auch nur so. Weil wenn du dich irgendwie an andere, was weiß ich, zum Beispiel, wenn jemand hätte Suicide gekannt, hätte man gedacht, wenn andere sagen, hey, die sind gut, mach mal da hin, dann hätte man hingehört, dann vielleicht die Platte gekauft oder irgend sowas. Ja. Und dann machst du vielleicht plötzlich, hätte ich dann ein Stück gemacht wie Suicide. Ja. Also kann so sein, also, oder das spielt mit. Weil ich so bin schon so, dass ich da mich für alles interessiere, vor allem wenn es neu ist und so. Nur wenn ich in so einer Phase bin, wo ich weiß, ah, jetzt will ich was Neues erfinden, dann ist das natürlich nicht gut. Ja? Aber sonst bin ich da, denke ich immer, super. Also, ja? Was es alles gibt und wie viele neue Sachen es gibt und dass so viele Leute, das war, was ich auch damals dachte, was du vorhin meintest, andere Leute machen jetzt so ähnliche Musik, ja? So wie der Burroughs gesagt hat, in the hope that you keep, somebody's keeping this in, taking this experiments further. Also hoffentlich nimmt das jetzt einer und macht weitere Experimente in die Richtung und ich kann was Neues erforschen, weil es ist schon ganz gut, verschiedene Verwertungswellen mitzunehmen, also aus seinen ökonomischen Gründen, also schon mehrfach eine Welle mitzunehmen, ist schon günstig. Aber Spaß macht es halt, neue Wellen zu entdecken, nicht alte zu wiederholen. Ich hatte euch ja eingangs nach Kunst gefragt. Gibt es heute außerhalb der Musik irgendeine Art von Kunst oder vielleicht auch von Literatur, die euch beschäftigt, wenn ihr Musik macht? Ja, also wenn wir Musik machen, nicht. Aber klar. Was ist das konkret? Was ist das jetzt ganz konkret? Also Musik wäre es Tektonik auf jeden Fall, also diese neue Musikbewegung aus dem Banlieue von Paris überwiegend, also Araber und Schwarze, die da ganz hardcore Elektro machen mit einem speziellen Tanz, aber das geht jetzt zu weit, das alles genau zu erklären. So. Ja, Literatur ist momentan mühsam, weil ich wirklich damit diesen Deleuze, dass so sehr beschäftigt bin. Und das ist also wirklich auch, hatte ich schon lange nicht gelesen, weißt du, und jetzt ziehe ich mir das alles nochmal rein. Mit den ganzen blöden Kommentaren noch dazu, der ganzen Deleuze-Apparat, die ganzen Rhizom-Kacke quasi, die aber sehr interessant ist, also wirklich sehr, sehr, also überhaupt der Konstruktivismus und solche Sachen interessieren mich gerade. In der Kunst ist es schwierig. In der Kunst finde ich im Prinzip vor allem die Sachen, die aus der Videogame-Welt, also Modder, also Leute, die ihre eigenen Mods machen vorgefertigter Software, halt aber eigene Games kreieren, eigene Kunst, einfach irgendwelche Linien, die sich bewegen, Giphys als Kunstform, aber ja, sowas finde ich schon interessant. Und filmmäßig, ich weiß nicht, da hat er in letzter Zeit viel Fassbänder geguckt wieder. Berlin-Alexanderplatz und die ganzen Epos da, ja. Gibt es noch jemanden, der eine Frage, der oder die eine Frage stellen möchte? Ich glaube nicht. Was ist denn? Können wir dich aufnehmen, wenn du kurz wartest auf dein Mikrofon? Das war ja damals auch so, da gab es noch nicht so viel elektronische Musik. Ja. Je weniger das ist, umso mehr sieht man deine Verwandtschaft, die vielleicht gar nicht da ist. Und je mehr das dann wird, heute könnte man sowieso unter vielen Projekten sagen, das klingt ja wie DAF. Und damals war halt Suicide, aber wenn man Suicide real hört, dann sind da vielleicht zwei, drei Stücke, die ein bisschen DAF. Stimmt, das stimmt. Der Rest ist Blues oder irgendwie so. Da hast du auch völlig recht, ist so. Da gab es ein bisschen noch Cabaret Voltaire vielleicht, ja? So ganz kleine Ansätze. Vielleicht Throbbing Gristle, vielleicht dann später. So ein bisschen.
Aber da hast du recht, da gab es wirklich, das war, es hat sich alles auch geglichen. Ich meine, wenn es nur drei Panflöte Gruppen auf der Welt gibt, dann klingen alle drei irgendwie ähnlich, ja? Ist natürlich klar. Wenn man dann sagen würde, die benutzen Panflöten und so, genau, die blasen da rein. Genau, sind alle so ähnlich. Genau, wir sind, ja. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann, ja, das ist immer, wenn man sagt, es ist vorbei. Dann. Ja. Wenn ihr heute Musik macht, wie sehr unterscheidet sich das denn zu früher? Insbesondere wenn man jetzt, finde ich, wenn man die letzten Stücke hört, die ihr im Best-of neu rausgebracht habt, finde ich, klingt das fast eher so wie das frühere, aber zum Beispiel die 15 neuen Duff-Lieder, die fand ich eigentlich, die klangen auch von den Drums computerisierter. Ja, das war auch, das war mit Drum-Computer. Wir sind ein bisschen zurückgegangen, zu richtig, zu alt. Ja. Und bei 15 neuen Duff-Lieder, klar, da war es zum Beispiel auch Drum-Computer. Das war natürlich schon was anderes auch dann. Oder? Aber wie gesagt, hat sich schon stark geändert und kommt auf das Projekt an. DAF wird nach DAF-Regeln kreiert, andere Projekte werden nach ganz anderen Regeln kreiert, also mit ganz anderen Mitteln und so. Alright. Danke, dass Sie gekommen seid. Ich erkläre den Gruppenabend für beendet und verschwinde jetzt mal ganz schnell kurz. Okay.